Ja, Hannes Aigner, du warst super einfach, gefühlt einfach ins Halbfinale gefahren. Heute das Halbfinale ist nicht so ganz nach Wunsch gelaufen. Erzähl mal, wie ist es dir ergangen auf der Strecke? Ich denke, grundsätzlich war meine Leistung schon in Ordnung, aber ich habe zwei Berührungen gemacht, zwei Tore berührt, und mit 4 Strafsekunden ist es natürlich schwierig, ins Finale zu kommen. Dann bin ich jetzt auf Platz 12 gelandet, wieder knapp verfehlt nach einem 11. Platz bei der Europameisterschaft. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber grundsätzlich jetzt noch kein Grund, um zu verzweifeln. Wie schätzt du ein, woran hat es gelingen, die zwei Berührungen? Waren die jetzt einfach, ich sag mal, aus Versehen, oder warst du schon aus der Linie gekommen? Das ist heute einfach eine sehr schwierige Strecke, und ich denke, da werden auch im Finale viele Athleten noch ihre Probleme haben. Bei mir war es jetzt leider schon im Halbfinale, dass ich Probleme bekommen habe, aber ich denke, es ist bei so einer schwierigen Strecke schon auch nicht so leicht, da konstant gut runterzufahren. Du guckst ja auf jeden Fall Richtung Olympia, ist klar. Hast sicherlich auch die anderen Nationen, die Olympiastarter, so ein bisschen im Blick. Wie sind die heute hier gefahren? Es gibt viele, die besser gefahren sind, es gibt aber auch viele, die schlechter gefahren sind. Also ich denke, auch da ist es so, dass jetzt dieser Weltcup hier eine wichtige Vorbereitung ist, aber noch kein Indiz dafür ist, wie das Rennen bei Olympia ablaufen wird. Das heißt, du fühlst dich gut und alles weiterhin offen, und dann sehen wir dich ja erstmal noch in Markkleeberg. Ich ärgere mich natürlich, aber ich blicke nach vorne und hoffe, dass es das nächste Mal besser klappt. Das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Viel Glück dann in Markkleeberg. Danke.